Ach, klasse. Ich dachte, es sei was passiert, aber ihr sucht nur nach einer entlaufenen Katze. Was heißt hier nur, du dämliches Mäuschen? Mado ist immer noch ein kleines Kätzchen und die Wildnis viel zu gefährlich, kapiert? Ich hab's ja kapiert, okay? Und was nun? Hey, meint ihr, sie könnte in dieses Wasserrohr geklettert sein? Das ist zu eng. Da würde sie nicht durchpassen. Also, du passt doch locker durch das Loch, Mäuschen. Los, mach dich dünn und such nach ihr. Hä? Bestimmt. Warum sollte ich denn? Ach, bitte, Ken. Wenn wir sie nicht bald finden, dann wird Maro vielleicht... Klar! Go für den Zoo! Kidomin! Kidomin-Phase beginnt! Oh, alles klar! Oh, danke schön, Ken. Viel Glück, Ken! Wie leicht du ihn immer überzeugen kannst. Rimu, folge Kens Piepsen, ja? Hier lang! Ob es da nach draußen geht? Wo bin ich denn hier gelandet? Diese Maro hat mich halt plötzlich einfach attackiert. Hast du eben Mado gesagt? Jo, sie hatte diese typischen Maro-Augenbrauen, 100 pro. Und wo ist sie hin? Sie ist dann da in die Büsche, aber mir reicht es echt, Mädels. Schlappmäuseschwanz. Hey! Los geht's! Tut mir leid. Wie? Kein Danke? Das ist alles? Ich hab euch geholfen, ihr kleinen Brand... Ehrlich, das ist ja wohl die Höhe! Auf der Suche nach einem Kätzchen? Die drei sind wirklich tölpelhafte Animalians. Vielleicht sollte ich das Mama erzählen. Habt ihr gehört? Ihr braucht nie wieder zu hey, mir. Hey, Ken! Wo kommst du denn her? Ist doch jetzt egal. Was suchst du denn hier? Ich habe mein Jojo gesucht. Ach so. Und hast du es gefunden? Na klar. Ja! Das ist schön. Schon gut. Danke. Komm, wir gehen zusammen zurück. Du musst hier ganz in der Nähe sein. Ach, aber ich bekomme Hunger. Wir sind auch ziemlich weit gelaufen. Das sieht lecker aus. Nicht, Rimu. Das darfst du nicht essen. Und Rico, was machst du denn da? Ich jage dieses Biest hier. Bleib hier! Oh Mann, Rico! Das sieht aus wie im Märchen. Wie schön. Drüben sind lauter Finken. Finken? Ja, das sind diese kleinen braunen Vögel. Wow, hier scheint es ja viele verschiedene Tiere zu geben. Genau, das ist total abenteuerlich. Wie auch immer, ihr könnt hier nicht die ganze Zeit nur spielen, verstanden? Ich habe Maros Spur wieder. Sie ist irgendwo da drüben. Juhu!